Hallo Leute, herzlich willkommen beim Sushi Stem. Lange haben wir uns nicht mehr gesehen, aber ich freue mich, dass ich wieder da sein darf. Und dafür und weil es halt bald wieder Ostern kommt und ihr weißt, wie sehr ich Ostern liebe, habe ich eine Karottenkuchen bzw. Karottentorte für euch mitgebracht. Die Zutaten, die wir dazu benötigen, sind 300 Gramm geraspelten Karotten, 5 Eier, 120 Gramm brauner Zucker, abgeriebene Schale von einer Zitrone, 1 Teelöffel Ingwer, 1 Teelöffel Zimt, 1 Päckchen Vanillezucker, eine Prise Salz, 200 Gramm gemahlene Haselnüsse, 1 Teelöffel Backpulver, 1 Teelöffel Natron, 100 Gramm Mehl, 20 Gramm Speisestärke und 50 ml Speiseöl. Zuerst trennen wir die Eier und schlagen das Eiweiß mit einem Prise Salz auf. Bei der Hälfte des Aufschlagens geben wir etwas Zucker rein. Das Eigelb rühren wir mit dem restlichen Zucker schaumig und fügen den Vanillezucker und Öl hinzu. Als nächstes kommen die trockenen Zutaten wie Mehl, Backpulver, Natron, Zitronenschale, Ingwer, Zimt, Haselnüsse und Speisestärke dazu. Zuletzt fügen wir die Karotten und das Eiweiß hinzu. Da ihr seht, dass ich das Eiweiß nicht so vorsichtig unterheben konnte, würde ich wahrscheinlich nächstes Mal die Eier nicht trennen. Den Teig füllen wir in einem 20 cm breiten Backform und backen die Kuchen bei 150 Grad ca. 45 Minuten. Die Zutaten für das Frosting sind 500 Gramm Frischkäse, 250 ml Sahne, eine Packung Vanillezucker, 2 Esslöffel Zitronensaft und 2 Teelöffel Zucker bzw. auch gerne mehr. Zuerst schlagen wir die Sahne mit dem Vanillezucker auf und fügen den Frischkäse, Zitronensaft und den Zucker hinzu. Da mir das Frosting nicht genug süß war, habe ich ein bisschen Ahornsirup noch dazu gegeben. Wenn euer Kuchen und euer Frosting richtig ausgekühlt ist, könnt ihr den Torte gestalten. Wenn ihr noch Bachanfänger seid und ihr mit dem Aufschneiden nicht traut, dann macht einfach einen ganz normalen Blechkuchen davon. Einfach mit Sahne oder mit dem Frosting daneben präsentieren. Aber wenn ihr auch gerne den Tortengestalten so üben wollt wie ich, dann dieses Rezept ist super, super dafür geeignet. Ich wünsche euch ein frohes Ostern. Vergiss bitte den Kanal nicht zu abonnieren. Schreibt gerne einen Kommentar und wir sehen uns nächstes Mal wieder. Servus!